Ja. So, dann fangen wir erstmal an, wieder zu schauen, ob wir ein paar Arbeitslose haben. Das wäre unbedingt mal upgraden, dass die sammeln können. So, was brauchen die fürs Upgrade? Boah, Pelt. Boah, boah. Deck. Ach, haben wir nur eins? Okay. Also mal wieder auf Eberjagd gehen. Hier kommt eine Patrouille, um die wir uns kümmern müssten. Und ansonsten. Hier wäre ein Eber, oh je. Ganz schöne Weltreise. Hatte ich nicht jemanden zum hier besiedeln geschickt? Ach nee, die hatten kein Holz noch. Ne? Was jetzt aber da sein sollte, aber die Patrouille macht mir Sorgen. Müsste ich erstmal hier drüben dafür sorgen, dass da niemand mehr ist, der Patrouillen schicken kann. Ansonsten sollte ich recht leer sein, ja. Smoked Meat könnte ich vielleicht hier im Lager schauen. Wo haben wir es denn? Bewegt zu 35. Uiuiui, nee, so viel will ich da nicht. Ups. Zehn Stück. 250, davon kann man sich ein bisschen heilen. Nicht wirklich viel, aber immerhin. Und wir müssen noch Captain Obvious finden. Ach so, da muss ich da oben rum, ja. Okay. Vorsichtig, nicht, dass unser Pferd zu viel Schaden bekommt. Das hier ist die zerstörte Gegend, ja. Die ich dann besiedeln will. Bären direkt auf dem Weg. Okay, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, okay, da oben sind aber genauso Wölfe. Wird schon schief gehen. Jetzt muss ich mal nach der Patrouille Ausschau halten. Ah, okay, hier ist ein Camp. Werde ich das mal auslöschen? Wo
und dann die Siedlung besiedeln gehen. Oder besiedeln lassen. Je. Oha, ohne Verletzung geschafft. Ups, da wäre jetzt hier gefallen. So, die meisten dürften aktuell noch schlafen. Kommt mir sehr gelegen. Einer läuft hier herum. Oh, hier steht ja direkt einer. Die Justin Hager. Ja. Und jetzt wieder einschüchtern. Also ich frag, ja gut, ich frag mich ein bisschen, wie es später im Spiel dann abgeht, wenn man da mehrere Kampfgruppierungen hat und die entsprechend losschickt. Was ist denn da jetzt für eine Versammlung? Im Gegensatz zu dem doch recht, na, wie drücke ich's aus? Mangelndem Content-Grad, weil ja im Prinzip jedes Lager ähnlich funktioniert. Was halt in ziemlichen Grind um halt ausartet. Was jetzt vielleicht für Twitch-Zuschauer nicht unbedingt. Oha, der hat mich kein bisschen gesehen. Das finde ich gut. Please. I'll tell you anything. Something's not right here. Everyone get ready. Here they are. Hey, hey, the enemy's here. Something's not right here. The enemy is there. Ja, shit. Das geht total schief jetzt. Cover me! I'm reloading. Hey, hey! I know you're there. Are they out there? I saw them. Enemy sighted. The enemy. I need to reload. Jetzt lass dich doch mal packen. Jetzt. Don't kill me. Hoppala, das wollte ich nicht. Wollten schnell plündern. The enemy is here, everyone. So, dann nehme ich dich kurz mit. Hey, I see an enemy. Nicht, dass die dich aufwecken. Der US Wild. So, jetzt mit meinem Spezial ein bisschen streicheln. So, wenn ich schon mal dabei bin, könnte ich ja mal hier was essen. Die haben mir gut reingehauen. So. Wie viele wurden aufgeweckt? Relativ wenige, okay. The Killer Priest. Wobei der als Lagerkommandant sollte vielleicht doch aufwachen. Dann beklaue ich den nur. Damit ich ihn vielleicht nachher erhören kann. Dazu hat ja jetzt nicht die Zeit nicht gelangt. Oh oh. Hey, there's an enemy.
Everyone get ready. Ach, shit. They're here. The enemy is there. Kubla Khan. Er freut dich kennenzulernen. So, noch mal ein bisschen Smoked Meat reinhauen. I think he's over there somewhere. There's an enemy. 3 Stück, die wach sind. The enemy's there. Scheiße. I gotta lay low. Hey, who's there? I heard you. There's an enemy. I need to reload. Everyone get ready. I need to reload. Hey, I see an enemy. Everyone. The enemy is there. Enemy sighted. I know you're out there. Hey, hey. The enemy's there. Wieder die Arrows ausrüsten. Ein Stückchen Fleisch und weiter geht's. Hey, I see an enemy. Enemy sighted. Get down, everyone. Irgendwer, der down ist, dem haben sie aufgeholfen. Okay. Sprich, 4 Stück sind jetzt wach. Den schnapp ich mir. Und beide sehr nah beieinander. Den kann ich noch schnell. Los, nimm. Nimm. Und weg hier. Hallo, Andrei, Alexa, Sheen. Nehmen und einschüchtern. Also gerade mache ich weniger Stealth, sondern mehr so eine Art Hit-and-Run-Taktik. Ist auch ein bisschen zeitsparender. Ja, scheiße, sie haben mich gesehen. Ist halt jetzt blöd, dass auch Tag ist. Ein Fleisch. Ja, scheiße, hat mich gesehen. Ja, mein Dad hat es und ich bin reloading. Anyway, das ist das letzte Mal, ich ever eat. Hätten wir mich jetzt hier gesehen? Da war doch hier voll das Ding vorne dran. Hat der einen Röntgenblick oder was? Wir hätten auf dich geschossen, also ich nicht. Wieso sehen die mich jetzt hier? So viel Munition können die doch gar nicht haben. Wenn ich die rechtzeitig überwältige, dann haben die vielleicht so 5 Schüsse parat. Und jetzt schießen die im Dauerfeuer auf mich. Wie geht's dir denn? Ja, bald wieder gut. Zeit für ein Fleisch. Ich
thought I saw him, but I'm not sure. Links ist der Lagerkommandant. Rechts müssten bis zu 3 Leute sein. Den kann ich mir doch jetzt unmöglich schnappen, ohne dass die es mitkriegen. Do you see anything? I spotted him, but I can't tell. Der schaut dahin. Krieg ich den hier drüben? Mit ein wenig Glück, ja. Kann ich hier drüber? Oh, scheiße. Ja. Everyone get ready. Here they are. Leute, ich will euch nicht töten, aber ihr macht es mir echt nicht einfach. Oh shit, da sind doch ein paar... Noch 4 plus Lagerkommandant. Den dürfte ich doch jetzt kriegen. Ach komm. Ich bin echt kurz davor, die einfach alle zu töten, damit ich meine Ruhe habe. Oh oh. Oh oh. Natürlich. Everyone get ready. I need to reload. I need to reload. Do you see anything? Hey, komm, der hat mich durch den Busch gesehen. Ist doch unfair. Also spielt keine Rolle, ob ein Busch dazwischen ist und die Sicht blockiert. Muss im Busch drin sein, damit es als Stealth zählt. Jetzt müsste ja hoffentlich der da drüben ziemlich alleine sein, weil die alle danach links abgehauen sind, um mich zu töten. Ach komm. Jetzt, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Naja. There's an enemy. Wo kam der denn her? Der Lagerkommandant ist ziemlich alleine. Ich habe hier keine Deckung. Oje. Das geht doch hier in der Ecke 100 pro schief. Hey, hey, someone's dead. The enemy's there. Everyone get ready. Here they are. Jetzt
töte ich sie aus Versehen, weil ich sie nur mal kurz anstechen will, da ich sie packen kann. See him? I don't see him. Guys, they're here! Enemy sighted! Also ich habe jetzt 2 Stück abgestochen von den 5 Leuten. 3 Stück sollten noch hier sein. Lagerkommandant ist markiert. 2 Stück. Einer ist hier vorne. Wo ist der dritte? Hey, come on. I see an enemy! I know you're there. Do you see them? Enemy sighted. I thought I saw him, but I'm not sure. Enemy sighted. Hier ist wieder nichts an Gebüsch. Do you see anything? Oh, da habe ich mich verzählt. I think I saw him. Hoch. Nein, ich wollte mein Pferd nicht rufen. Ich wollte die andere Fähigkeit einsetzen. Den Stein werfen. Schön, danke, dass du mich rausschiebst. Okay, hier guckt er genau hier hin. Okay, er rennt hierher. Okay, die sind noch zu dritt. Werf ich mal einen Stein hier hin, der sich hoffentlich rumdreht. Der Lagerkommandant, der an mir irgendwie vorbei ist. Hey, do you see anything? Ja, natürlich genau in dem Moment, wo ich aus dem Gebüsch rum... Ey, was macht denn der? Boah. Der hat mich einfach gestunlockt. Ist ja unfair. Alles nur, weil ich ihn verhören wollte und nicht direkt vertreiben. Hey, hey, the enemy's here. The enemy's there. Ja, ja. Kann ich hier irgendwie beim Krieger, hier beim Kundschafter oder was beim Jäger? Den Kundschafter, Grab, den könnte ich verbessern. Kraft niedriger als 60% ist, als der Lagerkommandant ist, denke ich, bei weniger. Ich würde halt schon ganz gern hier die das Gewicht erhöhen. Ja, komm, mache ich. So.
Der sieht schon ganz schön blutig aus. Auch jetzt habe ich ihn getötet oder was? Ach, scheiße. Ganze Mühe umsonst. Was that? Ich mich darüber schleichen kann, ohne dass er es bemerkt. Und ist es bereits der letzte? Nein, zwei Stück. Jetzt natürlich wieder zusammen sind. Nicht hier so erhöht. Wieso fliege ich? Okay, das Lager hat sehr viel drin. Weil ich so viel Negativruf schon jetzt gesammelt. Weiß nicht, ob die zwei es noch fett machen würden. Aber jetzt gerade sieht's gut aus. Ach nee, der eine bewegt sich. Ah ja, so klar. Der nicht lang stillhält. Und jetzt schaut er genau dahin. Okay, jetzt ist meine Chance. Duck Go. Hübscher Name. Na klar, jetzt bin ich überladen. Wo ist denn der letzte hin? Ach, da hinten. Endlich klappt's. Stop, don't kill me. I'll tell you where the stuff is. Just please don't hurt me. I don't know anything else. Schuckschuh, oder was? So, dann Siedlung niederbrennen. Eigentlich sieht er
werden nur in Camps ohne Feinde und während du dich außerhalb der Gebäude aufhältst eingesetzt werden. Was bringt das denn? Ich meine, ich kann Siedlungen besiedeln. Weil zuerst muss ich hier mal alles plündern. Hier denn? Jetzt ist das Pferd auch voll. Oschprotege ist überbevölkert, okay. Ach nee, wo kam die Patrouille jetzt her? Muss doch voll an mir vorbeigegangen sein. Dann... 10 Stück haben die hier. Sollen 10 Kriege da mal oder 11 Kriege mit keine Ahnung was. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Da alles. Alles war mit Shift. 83er Kaliber. 20. 83er Kaliber. 54er. Hierhin, dahin, zurück dahin, ganze Waschprotheke. Kann man da endlos Loop oder sowas? Pferde nehmen, ja. Senden. Der noch ein bisschen was Kleines rein. Okay, jetzt ist das Pferd randvoll. Und ich bin noch überladen. Ich halt überladen bin. Schaufel kann ich auch mal weglegen. Okay. Jetzt will ich eigentlich schon... Ist zwar schade um den Loot, aber ich will es mal ausprobieren. Quatsch. Hier. Siedlung niederbrennen.
Ich bin mittendrin. Okay. Gab es irgendwas für Ruf oder SP? Ist halt jetzt komplett weg, okay. Mal hier hinten noch den Save Point freischalten. Und dann zurück ins Lager. Hier gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin jetzt halt randvoll. Oh, tut mir leid, Herbert. Das tut wahrscheinlich wieder weh, oder? Oh je, der hat fast nichts mehr. Und die Patrouille ist hier vor uns. Hier mal. Oh. Bisschen hakelige UI, aber ist schon. Ein Nachzügler der Patrouille ist da entlang gegangen. Ach nee, das dürfte sogar einer von uns gewesen sein. Die Patrouille ist hier drüben.
Wenn ich die Siedlung ja eigentlich auch gleich mal niederbrenne. Nicht, dass die hier auf dumme Ideen kommen. Burn, burn, burn. Habe ich die Pferde hier mit abgefackelt? So, jetzt wieder hier alles abladen. Wahrscheinlich schon ein bisschen langweilig zuzusehen, wie ich hier keine Ahnung, wie viel rüberklick. Schneller. So. Hier kann ich doch wieder ein bisschen Fleisch. Smoked Meat, hier haben wir es. Nehme ich mal 15. So. Genau. Die Patrouille stört mich hier schon sehr. Euer Tendare könnte doch jetzt eigentlich zum Besiedeln schicken. Ja. Da waren doch eben noch zwei. So darf ich nur einen. Wood. Damit ist der doch schon überladen. Oh nee, doch nicht. Okay. Und 10 Rope. Damit ist er jetzt überladen, okay. Ich brauche hier den zweiten. Was macht der denn? Ach so, ich habe noch. Nee, ich habe Tendare angeklickt. Kriege ich will mehrere schicken. Der Waschbrottheke aushalt.
Komme ich nicht hin, okay. Dann kann ich von hier aus ein anderes Lager schicken. Mit Pferde an Tendare. Drei Stück. Zwei. Ihr sollt mal Pferde zähmen. Kann man hier auch Aufträge will hinzufügen, Haybait, falls ich die überhaupt machen kann. Nope, muss ich freischalten. Wird wahrscheinlich bei Köder sein. Ja. Lernen. Dann jetzt hier Aufträge, Befehl hinzufügen. Rebate, hier haben wir es. Mal 20. So. Dann müssten hier ja eigentlich jede Menge Stun-Pfeile. Ja. Dann nehme ich mir doch da mal 50 Stück. Auch ausrüsten. Nochmal ein schönes Smoked Meat reindrücken. Du bist nicht mein Pferd. Wie sieht's bei dir mit Upgrades aus? Okay. Zur Heilung benötigt Haybait. Haben wir sowas noch? Nehme ich mal zwei Stück. Und ihm geht's wieder gut. Vielleicht das Lager hier. Oder Fort Monmouth wäre vielleicht auch ein gutes Lager zum Besiedeln. Ja, hier sind jetzt genügend Leute, die kann ich mal zum Besiedeln schicken. Jep. Drei Stück mit Pferden. Mit Holz. 20. Fünf. 10 mal das. Es gibt hier an Waffen einiges. Schießt es 54er, 16er, 20er. 20er Shells. Hier ein 50er. Und ja, der hat auch 54er. So, und das Gewicht reicht noch. Gewicht Upgrade hat sich schon gelohnt. Senden. So, Ebe müsste ich zum Upgraden von den Siedlungen jagen. Hätten wir hier hinten welche. Ja,
Fähigkeiten, Jäger. Beuten kostet viel zu viel, okay. Gibt's hier denn keine? Okay, da ist aber noch ein Lagerfeuer, was ich anzünden kann. Der Tod, ne, der lebt. Bären und Wölfe. Den will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt begegnen. Ja, dann töten wir doch Captain Obvious. Wenn der hier direkt um die Ecke ist. Ich habe auch genug Stuntpfeile, dass die ganze Angelegenheit schnell beendet sein sollte. Wer sieht mich denn da? Okay, wenn ich mit dem Pferd halt renne. In den riesen Detection Raid. Och nee, da kommt ein Wolf. Was soll denn der Scheiß? Bin doch extra ewig schnell galoppiert die ganze Zeit. Von denen wegzukommen. Oh, no. It's a wolf. Cover me. I'm reloading. There's an enemy. Hoffentlich habe ich den Wolf jetzt an denen abgestreift. Nein, der folgt mir natürlich. Eiskalt durch die ganzen Gegner hindurch. Nix ist Fellas. Hey, I've spotted an enemy. There's an enemy. Do you see him? I don't see him. I spotted him, but I can't tell. Mal ein bisschen Ego-Perspektive, der kann, glaube ich, besser aus dem Busch rausfeuern. Enemy. Hey, over there! Enemy! Enemy sighted. Huh.
Show yourself. Slowly. Den habe ich getroffen. Aber der steht immer noch, oder was? Stunpfeil. Ach. Jetzt ist nicht mal mehr auf die Stunpfeile Verlass. Holy shit. Da habe ich jetzt schön gedacht, ich könnte zu dem einen Typen hinrennen, weil die alles so in die andere Richtung gaffen. Wieder viel zu viele Gegner auf einmal. Hallo Raymond Holt. I will say anything you want, man. Please stop. I'll tell you where the item. Lass mich aber ranhalten. Komm, geh weg. Hier gibt's nichts zu sehen. Ksch. Ab. Oh shit, sind hier viele. Stört bestimmt keinen, wenn ich hier ein bisschen einschüchter direkt neben denen. Okay, der da hinten ist ein bisschen vereinzelt. Oh, please, I don't wanna die. What's that? Mad Dog Miller, hallo, wie geht's? So wie der Drogen verteilen. Hier ist unser nächstes Opfer. Okay, der pinkelt zwar gerade, aber... Oh shit. Irgendjemand hat mich gesehen. Also schnell nehmen und abhauen. Everyone get ready. They're here. Hey, hey, the enemy's here. Hey, I know you're there. Come out. Sorry, dass ich dich beim Pinkeln gestört habe, Mr. Jake Peralta. Ist nichts Persönliches, geht nur um die Freiheit meiner Stammesangehörigen. Hey, over there. Enemy. Do you see them? I thought I saw him, but I'm not sure.
Hier gibt es wenigstens schön Gestrüpp, durch das ich durchgehen kann. Du musst jetzt aus dem Haus gucken. So she comes out wearing his shirt. He comes out wearing her dress as a top. And I said, I don't even want to know. Jo. Scheiße, hier sind zu viele. Ja, den schnapp ich mir. Oh fuck. Ist doch direkt neben mir schon. Enemy spotted. I could be useful. I'm changing position. Everyone get ready. Here they are. There's an enemy. The enemy's here. I repeat, the enemy is here. Ach, das ist ein Lagerkommandant, den ich lieber verhören wollen würde, der Mr. Baird. Leg ich den hier ab. Waren das jetzt alle? Nee, da drüben steht noch eine. Okay. Oh oh. Lass mich das noch schnell fertig machen, bitte. Was für ein Aim, sowohl von mir als auch von ihm. So, ich glaube, die Stun-Pfeile haben sich jetzt bewährt gemacht. Eieiei, der hat den Stun-Pfeil mitten durch den Kopf. Also, das würde ich schon nicht mehr Stun nennen. Dass der überhaupt noch stehen kann. Der hat doch voll die Lobotomie abgekriegt. Und bei dem geht der Pfeil mitten durch den Hals, oder? Mitten durch den Kehlkopf. Ah ne, durch die Nase. No Pinocchio. So schön Drogen verteilen. Eine spezielle Person fehlgeschlagen? Was? Ach, das war Captain Obvious, den ich hätte töten sollen, den ich jetzt halt vertrieben habe. Oder was? Du schläfst noch? Den kann ich eigentlich entwaffnen noch. Wäre viel schlauer, gegen den Entwaffneten dann zu kämpfen. Habe ich noch irgendwelche Ziele? Nope. Der ist so wach geworden, den hatte ich übersehen. Jetzt stirbt er halt. Einfach nur, weil ich neu geblickt habe, wann ich die erst messen und dann krapschen kann und wann ich sie direkt krapschen kann.
Bärenfälle sogar. Uiuiui. Well, probably. And that's when I told him, I don't want to do it. I want to say that I did it. Well, probably. We were traveling and I thought we were never gonna get there. Der Lagerkommandant redet also. Können wir den jetzt endlich mal befragen? Yeah, he went home early. Very early. He's dead. Wait, jetzt. Hat nichts zu sagen. Alles klar.